Ja, hi alles zusammen, ich bin's wieder, die Hexe. Und ja, es gab im Moment jetzt keine Videos mehr, gerade jetzt die letzte Woche. Weil Witch Queen kam raus. Ich habe halt dann immer wieder ein bisschen gestreamt, dann, wenn ich gespielt habe. Link ist außerdem unten in der Beschreibung, falls ihr mal vorbeischauen wollt. Und jetzt habe ich ein bisschen Zeit gefunden. Und da mein Hunter mein Main ist, habe ich mir da jetzt ein bisschen was zusammengebastelt, habe ein bisschen im Internet auf jeden Fall rumgeschaut. Und ja, der Hunter ist gerade mit der neuen Subclass der stärkste von allen, würde ich mal meinen. Er kann jetzt nur self-buffed, also nur mit seinen eigenen Buffs, bis zu 600.000, also über eine halbe Million an Schaden mit einer Ulti raushauen. Ja, schauen wir uns das mal an, was ich da so ein bisschen zusammengebastelt habe. Ja, wie ihr auch schon im Gameplay hinten sehen könnt, habe ich mich so gesehen, als ich das Video gerade aufgenommen habe und habe ein bisschen noch was ausprobiert, die Glaive für mich entdeckt. Ich hatte mir nämlich noch ein paar andere Builds angeguckt und ja, eigentlich sollte das ein reines Ulti-Bild sein, aber ich habe das jetzt mit der Glaive zusammen kombiniert und es läuft richtig gut. Aber schauen wir jetzt mal zuerst auf die Ulti. Ja, wenn wir jetzt mal zu unserem Lieblingsdummy, den guten Karl, gehen und eine Handgranate draufschmeißen, um ihn kurz zu debuffen, sehen wir, er lebt nicht lange. Und diese Zahl, die jetzt vorhin zum ersten Mal aufgeploppt ist, die heilt mal 9. Denn durch die exotischen Beine vom Jäger bekommen wir ja nochmal einen Schuss dazu. Jeweils 3 davon. Es sind insgesamt 9 Einzelschüsse, die da auf den Boss drauf kommen. Und das sind dann über eine halbe Million Schaden durch eine Ulti. Und wie gesagt, als ich dann dieses Video jetzt fertig machen wollte, habe ich ein bisschen auch mit der Glaive rumprobiert. Und hatte auch noch ein paar andere Videos angeschaut und habe gesehen, dass man mit dem Hunter fast durchgehend unsichtbar sein kann. Lebensregeneration hat, die Granate wird richtig schnell voll, die Ulti wird richtig schnell voll. Und da habe ich mir gedacht, ich packe das beides einfach zusammen und mache da was Schönes draus. Dann zeige ich euch mal, was ich so alles an Mods und Aspekte und dies und das drin habe. Also der Fokus ist wie folgt aufgebaut. Wir haben hier die 3 Pfeile drin für den maximalen Ulti-Schaden. Dann das Ausweichen, was die Waffe nachlädt, weil wir da nämlich ungefähr 30 Sekunden Nachladerate haben. Und bei dem anderen ist es ein bisschen höher. Noch dazu können wir eh den Nahkampf vom Hunter selbst, wenn wir mit der Glaive spielen, nicht wirklich benutzen. Den Dreifachsprung, je nachdem wie man möchte. Nahkampf kann man eh nicht wechseln. Dann habe ich hier die Vortex-Granate drin, die meiner Meinung am besten ist. Man kann auch noch andere Granaten reinhauen, wenn man möchte. Zum Beispiel auch die Unterdrückungsgranate ist sehr nice. Ja, Aspekte. Haben wir einmal, dass wir durch das Ausweichen unsichtbar werden. Und stilvolle Ausführung. Wenn wir nämlich ein geschwächtes, unterdrücktes oder instabiles Ziel besiegen, bekommen wir Unsichtbarkeit. Das hilft uns natürlich, dadurch, dass die Glaive Feinde unterdrückt. Und wir sie da töten, werden wir die ganze Zeit unsichtbar. Sehr nice. Man könnte hier jetzt auch noch das reinmachen, dass der Nahkampf auch noch unsichtbar macht und Mitglieder unsichtbar macht, aber benutzen wir eh kaum, weil das unsere Nahkampfattacke ja von der Glaive blockiert sozusagen. Und wir haben halt nur dann eine Fragmentfassung, also wir haben hier dann eins weg. Und das ist nicht so nice. Ja, Fragmente habe ich ja mal drin, dass Nahkampf-Todesstöße Granatenenergie gewähren. Und ja, die Glaive zählt als Nahkampf. Dann habe ich ja mal drin, dass Nahkampf-Todesstöße Gesundheitsregenerationen auslösen. Ist auch sehr nice, weil man dadurch selber halt noch ein bisschen mehr Regeneration hat und die Verbündeten in der Nähe genauso. Dann haben wir Echo der Schwächung drin, dass unsere leere Granaten nämlich dann die Ziele schwächen. Was wirklich sehr nice ist. Das macht
der Nahkampf ja auch. Das könnte man, also man könnte auf eine andere Waffe wechseln, die Rauchgranate auf das große Edge schmeißen, auf einen Bossgegner oder so und dann mit der Glaive einfach zustochern. Genauso wie mit der Granate. Und dann habe ich noch drin, dass Todesstöße, während du von Kämpfern umzingelt bist, zur Superenergie gewährt. Da wir die ganze Zeit im Nahkampf sind, sind sehr oft einfach Gegner bei uns drumherum. Was dazu hilft, dass die Super schneller voll wird. Ja, kommen wir zu den Mods. Also auf dem Helm habe ich einmal den Dynamo einfach drin. Da kann man noch alles andere drauf packen. Aber am wichtigsten ist hier die Ausdauerquelle, weil die gewährt uns nämlich, sobald wir eine leere Elementarquelle aufnehmen, einen Schutz von 50%, aber leider nur 5 Sekunden. Dann habe ich hier einmal drin eine Schlaginduktion. Also auch jedes Mal, wenn wir mit einem Nahkampf Schaden verursachen, verringert das die Granatenabklingzeit. Sehr nice, das deckt mit der Aktion in der Ulti, also in der Klasse. Dann haben wir noch Quelle der Macht. Wenn wir halt eine Quelle aufnehmen, die unserem Fokus entspricht, bekommen wir halt auch für diese Waffe, die auch dem Fokus entspricht, einen kleinen Buff. Ja, hier auf der Brust habe ich hochenergetisches Feuer. Also ich mit Licht aufgeladen. Wenn ich mit Licht aufgeladen bin, hatte ich Bonus-Waffenschaden. Zählt, glaube ich, auch für die Glaive. Dann auf Force Rig. Hier bekommen wir nämlich einen extra Dreifachschuss noch dazu. Und dann bekommen wir nämlich insgesamt 9 Schüsse, also 3x3. Ist sehr stark. Hier haben wir noch drin, dass wir mit Licht aufgeladen werden, wenn wir eine Elementarquelle aufnehmen. Und wenn diese Elementarquelle unserer Ulti entspricht, kriegen wir auch noch 2 davon. Ja, und dann hier die ganz wichtige Mod, dass wir mit der Glaive Gegner unterdrücken. Was dazu führt jedes Mal, dass sie erstmal nichts machen können, wenn wir gegen sie kämpfen. Und dass wir halt, wenn sie tot sind, unsichtbar werden. Ja, und jedes Mal, wenn ich halt dann ausweiche, dass ich auch danach einen Kill mache und dann eine elementar leere Quelle auftaucht, ich sie selber einsammeln kann. Und dann habe ich mich dann den Buff, oder eher gesagt den Schutz halt von den anderen Mods. Joa, ganz klar Glaive. Hier habe ich jetzt Gefahr gebannt mitgenommen, weil man ja wie gesagt die ganze Zeit von Gegnern umzingelt ist und es ist schon... Ja, echt nice. Also man merkt schon ein Stück, dass man ein bisschen mobiler ist und sollte man ein paar Schüsse abfeuern, dass halt die Nachladerate schon ein Stückchen höher ist. Und ein Dreschen habe ich noch dabei, das habe ich hochgepusht, so dass ich halt noch schneller meine Ulti voll habe. Ja, dann habe ich jetzt noch die Galahorn dabei und noch eine Waffe für Range ein bisschen. Eigentlich kann man mit der Glaive nämlich fast alles zustochern, aber ich sag jetzt mal, so ein Kreischer oder so geht schlecht. Ja, das war's dann soweit von mir auch. Das war an sich das ganze Bild. Kurz und knapp. Super starke Ulti. Ziemlich guter Ad-Clear. Viel Unsichtbarkeit, viel Unterdrücken. Viel den Teammates irgendwie helfen, indem man halt irgendwelche anderen Gegner unterdrückt. Ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommentiert gerne, was ihr von dem Bild haltet. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.